So, damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die, Tag 95. Ja, es ist so täglich grüßt das Murmelfiech. Ja, aber ich denke mal, ihr seht schon, dass das so langsam Form annimmt. Wir haben so langsam den ganzen Part hier weggekloppt. Ihr habt ja noch gesehen, hier, beim letzten Mal war hier noch alles voll. Das habe ich alles in der Nacht weggeschlagen. Abgesehen davon, dass ich noch ein bisschen Zombie-Besuch bekommen habe. Aber das, die habe ich dann auch nochmal zurückgeschlagen. Das Einzige, was mir jetzt hier noch fehlt, ist hier vorne die Ecke. Und, ja, okay, das passt. Und das machen wir, glaube ich, gleich mit Bora, weil mir fehlt dann so ein bisschen gleich die Stamina, weil ich eben halt auch wenig zu essen habe. Deswegen machen wir noch bis zur Ecke. Deswegen habt ihr noch ein bisschen, naja, ein bisschen Klopperei nochmal hier am Anfang der Folge. Aber dann sehen wir auch zu, dass wir dann nachher auch gleich anfangen, ein bisschen hier auszubauen. Dass wir dann idealerweise zu Tag 96 vielleicht die Feral Base dann schon fertig haben. Dann machen wir noch vielleicht noch ein bisschen Ausbau, so vielleicht noch Electric Fans oder sowas. Mal gucken, dass wir das noch mit reinbauen. Wir müssen sowieso noch einen zweiten Generator haben. Und dafür fehlen uns ja auch noch die Motoren. Die haben wir ja auch noch nicht. Müssen wir also auch noch bauen. Das heißt, wir müssen noch einfach nur mal los und nochmal Motoren kloppen. So, und wir müssen da nochmal in die Ecke. Da müssen wir nochmal hin. So, da müssen wir nochmal hin und hier noch ein bisschen Platz schaffen. So. Ich höre was. Das hört sich sogar noch ein bisschen mehr an. Ja, es hört sich nach einer Horde an. Okay, ja, die wollen zu den Blöcken hier. Wieder zwei Zombies weg. Na, kommt da noch wer? Ja, da kommen noch welche. Ja, die wollen zu den Blöcken hin, ne? Lustig irgendwie. So, nehmen wir mal kurz meinen Büdel. Und auch dein Büdel gehört mir. Oh, da war sogar was zu essen. Und das passt ja ganz gut. Können wir gleich uns mal ein bisschen was reindrücken. Ein bisschen was trinken. So, die können wir mal zerlegen. Guck mal, was wir hier alles an Stein eingesammelt haben. Das habe ich alles in der Nacht gemacht. So, benutzen. So. Okay, so kriegen wir dann zumindest wieder ein bisschen Stamina zusammen. So, guck mal. Oh, so viel Stein, ne? Geil. Macht mich so ein bisschen an, muss ich sagen. So, da sind wir so weit, das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir da nochmal eine Ecke ein bisschen fertig machen und dann haben wir es auch so langsam. Lass uns mal hier hochbuddeln. So, das Stückchen noch. Perfekt. So, dann haben wir hier die letzte Säule. So, einmal die letzte Säule. Zack, zack. Die werten wir auch erstmal gleich auf, weil das nicht genau die Ecke ist. Sehr schön. Ja, das heißt... Ja gut, hier ist das nicht so dramatisch. Hier können wir die Mauer noch vorziehen. Das geht, das können wir so lassen. So, dann müssen wir hier... Naja, von der Sache her könnte man eigentlich... Wir müssen hier ja auch noch vorziehen, ne? Eigentlich. Eigentlich können wir die Mauer so... was heißt die Mauer? Eigentlich können wir die Wand hier so lassen. Das könnte man eigentlich so lassen. Zwar ist es dann hier nicht vollständig. Sieht natürlich nicht schön aus. Aber von der Stabilität dürfte es eigentlich der Sache keinen Abbruch tun, weil die haben ja hier Kontaktpunkte. Insofern sollte das eigentlich gehen. So, dann machen wir hier, ziehen wir einmal gerade. Schön wäre natürlich schöne Nagelpistole. Das wäre richtig genial. Aber haben wir nicht.
So. Zack, zack. Sieht doch schon mal gut aus. Wunderbar, dann haben wir das ja schon mal. Dann würde ich sagen, ziehen wir die Mauer erstmal durch. Ah, die Mauer ziehen wir tatsächlich erstmal einmal durch. Und dann haben wir schon so grob nachher den Winkel für die Wand. Und wir können uns gleich auch schon mal wieder noch ein paar Frames machen. Oh, halt, ich mache gerade einen Fehler. Ich sehe gerade, ich mache gerade einen Fehler. Ich muss erstmal die aufwerten. Die muss ich erstmal aufwerten, sonst kann ich da die Mauer nicht raufstellen. Sonst kriegen wir sie später hier nicht aufgewertet. Das wäre ein bisschen blöde. So. Wenn wir jetzt mal die Grundstruktur erstmal fertig haben und dann können wir nachher die Wände nachher vorziehen. Ja, ich sag ja, eine Nagelpistole. Ich sag da nichts zu. Wir könnten natürlich höchstens mal mit dem Bike. Wir können eine Nagelpistole denn haben? Na, wir haben, wir werden auch nicht genug Geld dafür eigentlich, ne? So. Das ist natürlich jetzt nicht so schön, wie wir das bauen. Ich hätte am liebsten hier die Wand auch noch komplett gehabt. Das ist so für mich der innere Monk, aber ja. So, machen wir hier mal 300. 300 Frames. Wenn das mal fertig ist, dann weiß das sowieso keiner, was soll's. Und ich werde es sowieso nicht weiter verraten, von da passt. So, dann müssen wir jetzt hier nochmal gerade weiter bauen. Weiter aufwerten. Und ich habe eben halt so ein bisschen Bammel nachher, auch gerade wenn Demolisher kommen, sie vielleicht wegsprengen. Dass die hier ein bisschen mehr kaputt machen, wenn die Wände halt nicht doppelt stark sind. Ach, der ist auch wieder nicht fertig. Ja, alles klar. Mal den Part fertig. Dann müssen wir hier noch einmal komplett zumachen. Müssen wir jetzt ja eh, weil der Stein noch weg ist. Müssen wir auch entsprechend füllen. Dann wird es schon wieder duster. Fängt schon wieder an zu rechnen. So, dann machen wir erstmal die Ecke hier fertig. So, dann machen wir hier zu. Ja, komm, die füllen wir auch noch auf hier, die Ecke. Muss nicht so sein. Und ich piepse hier sein als der Papst. Ich mag keine Lücken. Weil das gibt nämlich den Zombies, für die Zombies dann nämlich dann auch immer irgendwelche Lücken. Und da habe ich immer Schiss, dass sich hier einer festpackt. Und dass er dann von innen hier alles wegkloppt und wir nicht so richtig rankommen. Und wir die halbe Base erstmal auseinanderhauen müssen. Dann lieber nochmal einen Block reinsetzen, ist gut. Desto stabiler, desto besser. Das ist auch so ein langatmiger der Kram, ne? Aber was willst du machen? Gehört halt mit dazu. Aber nervig ist es trotzdem, zugegeben. Aber es wächst zumindest. Man merkt zumindest so, es tut sich hier so langsam was. So, hier müssen wir alles nochmal aufwerten, dass wir da die Mauer raufbauen können. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Aber wir wollten jetzt mal die Mauer erstmal machen. Deswegen werden wir da auch weitermachen.
Das ist nämlich dann die Mauer, naja, die eigentlich am dünnsten ist. Na, mal gucken. Ich hoffe, obwohl die müssten sie eigentlich... Ich glaube nicht, dass sie die angreifen, die Mauer. Das gibt keinen KI-Grund, sage ich mal, warum sie die angreifen sollten. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das tun. So, dann machen wir da die Rampen vor. Einmal kopieren. Ah, da kommen die nächsten wieder. Jetzt gerade, wo ich den Block gleich hier setzen will. Nanu, mein Freund. So, so funktioniert das schon mal ganz gut, würde ich sagen. Ah, gute Nacht. So, und da passt die Rampe. Von der Theorie funktioniert es erstmal gut. Das ist natürlich die Frage, ob das auch die Horde genauso sieht. Oder ob die nachher sagt, nee, das mache ich anders. So, dann kopieren wir die auch noch einmal rein. Na, kriegen wir die noch? Ja, wir fallen runter. Ja. So, sehr schön. Guck mal, dann haben wir da schon mal die Rampe. Das ist doch schon mal gut. Ist das überhaupt... Moment. Wir können ja gar nicht bis in die Ecke gehen. Den müssen wir wegnehmen. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert, glaube ich, so nicht. Weil da muss ja die noch gegenkommen. Oder? Sehe ich das gerade verkehrt? Müssen wir gleich mal gucken. Irgendwie geistert da draußen noch einer rum. Ach. Gut. Wir fangen da oben an. An der bauen wir uns nach vorne. Dann gehen da die Rampen durch. Und dann haben wir eine vorgesetzt. Okay. Ein Block vorgesetzt. Das heißt, wir machen... Den muss eigentlich da oben auch noch weg. Du musst auch leider auch noch weg. So. Im Prinzip, ich setze die nur mal als Platzhalter hin. Weil das ist nachher die Ecke. Die Ecke kann bleiben, aber das nicht. Da stoßen die aufeinander. Genau. So muss es eigentlich aussehen. Da, wo die sich nachher schneiden, da können wir, glaube ich, zumachen. So, da haben wir die Stoßkante. Das ist die Ecke. Na, ja, okay. Das müsste passen. Wenn wir Bock haben, dann können wir die nachher noch schön anmalen. Gucken, ob wir uns da eine schöne Farbe aussuchen können. Ich habe bis jetzt mit Farben noch gar nichts gemacht. So, da haben wir die Rampe da hoch. Das ist in Ordnung, das passt so.
von der Sache her, von der Theorie, könnten wir tatsächlich sogar, müssten wir tatsächlich noch nicht mal die Rampen aus Beton machen. Die können wir tatsächlich auch eigentlich ein bisschen weniger massiv bauen, weil da werden die Zombies ja eher nur gegenfallen und runterrauschen. Wichtig ist, dass nach hier unten der Part, dass der massiv ist. Also von der Sache her müssten wir noch nicht mal bis zur Hordennacht alles fertig haben, aber zumindest den unteren Bereich hier, den müssen wir fertig haben. Sprich den Boden und die Wände in Schlaghöhe. Das wäre auf jeden Fall wichtig. So, gut. Dann haben wir die. Das ist ja die Ecke. Müssen wir mal gucken, ob wir da anfangen zu bauen. Müssen wir ja eigentlich, ne? Müssen wir eigentlich hier hoch. Können wir eigentlich auch gleich mal zumachen. Hier kommt die Wand auch definitiv zu. So, und das war die Ecke. Da haben wir den Schnittpunkt. Den können wir auch schon mal zumachen. Da nachher die Rampe von der rechten Seite kommt. Okay. So, dann müssen wir mal sehen, wo wir dann konkret anfangen. Ich würde sagen, wir fangen oben an. Da haben wir die oberste Kante auch da. Okay, sehe ich gerade. Die oberste Kante haben wir hier. So, das heißt, wir können die kopieren. Und da hinsetzen. Das ist aber auch wieder dumm, was wir gerade machen, weil da muss erstmal der Frame gesetzt werden. Eigentlich müssen wir die Wand erstmal komplett fertig machen, damit wir überhaupt hier runterziehen können. So. Die, ich bin mir gerade bei dem Frame nicht mehr so sicher. Doch hier, doch klar, natürlich. Hier haben wir die Kante. Doch, das ist richtig so. Das ist gut. Ich dachte, da passt irgendwas nicht, aber doch, es passt. Passt, alles gut. Ich würde sagen, wir machen auch wieder eine Ecke komplett fertig, von oben nach unten durch. Dann wissen wir etwa, wie sich das fortsetzt. So, ach Mist. So. Einmal. Und dann hier den nächsten. Das ist so schön, wenn man es durchkopieren kann, ne? Das finde ich echt praktisch. So, und dann können wir sonst von der Seite aus gleich auffüllen. So. So, dann füllen wir von der Seite aus auf und dann fangen wir hier ja wieder an mit den Flachen. So, dann kommen hier wieder die Flachen hin und da fangen wir wieder den auch mal an. So, und dann gehen wir noch einmal komplett runter. Ach, das war ja zu viel. So, der vielleicht. So, 1, 2, 1, 2, 3. 2, 3. Und 4. Nee, das war einer zu viel. So. Das war auch doof. Der muss auch aufgewertet werden. So. Sehr schön. Und zack. So, dann hätten wir nämlich... Das haut hin, hoffe ich, ne? Kurz mal von links und rechts Vergleich. Ja, das sieht gut aus. Das sieht so aus, als wenn es gewollt gewesen wäre. Ja, okay, gut. Dann können wir nämlich dann hier einmal durchziehen. Ja, ist ja gut. Dann brauchen wir nämlich von hier aus nämlich nur noch da drüben durchkopieren. Das ist in Ordnung, weil wir haben ja nur die Wand. Und die Wand haben wir ja nur so einmal bis unten durchgezogen. Und die müssen wir auch nur einmal hin kopieren. Das geht schon. So, perfekt. Na?
Sehr schön. Ja, es wird doch so langsam, ne? Es wird so langsam fertig. Ich meine, gut, wir haben natürlich noch die ganze Brücke, die wir noch bauen müssen. Also zumindest noch auffüllen müssen. Komplett bauen ja nicht, das haben wir ja eigentlich so schon fertig. Die müssen wir natürlich auch noch komplett machen. Aber dann sind wir schon echt gut davor. Ich meine, da müssen wir nur noch auffüllen. Da müssen wir nur noch auffüllen, dann haben wir es auch. Das ist aber eine mächtig viel Arbeit, ne? Aber ich meine, das ist auch das Ding bei 7 Days. Du kannst natürlich nicht erwarten, dass du bei 7 Days innerhalb von 1-2 Tagen, also Real Game, ne, nicht Real Game, innerhalb von 1-2 Tagen, dass du da alles fertig hast, ne? Und das ist auch nicht mein Anspruch. Das ist ja eigentlich ein Spiel, mit dem man sich dann wochenlang, monatelang eigentlich beschäftigt. So soll es ja eigentlich sein. Aber der Weg ist natürlich schon ordentlich, ne? Und im wahrsten Sinne des Wortes steinig. Abgesehen von dem ganzen Stein, den ich jetzt hier schon abgebaut habe. So, den können wir ja eigentlich auch mal kopieren. Das ist ja sowieso ein Standardblock. Ziehen wir auch einmal durch. So. Und der ist auch... Ja, wir können sogar bis hier hochziehen komplett. Dann werten wir die nämlich auch einmal komplett aus, auf und dann... Dann haben wir auch den Part. Dann machen wir nämlich dann nur noch die Rampenframes gegen und dann... Ist gut. Ah, was immer an Zeitflöten geht. Na, aber ich glaube, wir haben ganz gut geschafft in den letzten 1-2 Tagen. Einmal richtig schön durchgezogen, einmal richtig schön, wupp, zwischen Kante gegeben. So, jetzt müssen wir eigentlich den ganzen Bereich hier eigentlich nochmal aufwerten. Ich habe aber irgendwie keinen Bock mehr. Das kann ich auch in der Nacht machen. Obwohl ich in der Nacht auch wenig Bock drauf haben werde, aber gut. Die eine Rampe hier, die eine Seite machen wir noch fertig. Also nicht die Rampe, sondern die eine Schiene hier. Die machen wir fertig. Und dann brauche ich mal ein kleines Päuschen, sonst drehe ich hier selber noch durch. Außerdem müssen wir langsam auch was essen. Na, irgendwas ist hier mit den Frames, ne? Also irgendwie, weiß nicht, ob das noch grundsätzlich ein Bug ist oder ob ich das Problem als Einziger habe. Sonst hatte ich ja eigentlich immer ein relativ bugfreies 7 Days. Das muss man auch mal dazu sagen. Und dafür, dass wir eine Alpha 21.2 haben. Ja, also das muss man sich, früher gab es ja durchaus auch mal, keine Ahnung, bis wann die 20 ging oder die 19 ging. Aber da hattest du locker her so bis 08 oder bis 09 oder was ich, hattest du dann auch schon. Nee, 09 glaube ich nicht. Aber so bis 08 war schon gar nicht so ungewöhnlich für eine Alpha 7 Days. Ne? Das ist, war schon nicht ganz ungewöhnlich. Und mittlerweile kann man wirklich sagen, dass die... Scheiße, jetzt irgendwie fest. Mist, nein! Mittlerweile muss man echt sagen, aber es ist auch verkehrt, was ich hier mache. Da müssen wir wieder Blöcke wieder vorsetzen. Nee, es ist in Ordnung, es passt. Es passt schon so. Und da muss man wirklich sagen, wir haben die 21.2 und die 21.1 bzw. 21.0, die liefen mir eigentlich auch schon recht stabil. Ich glaube, mit der Alpha 21.1 kam, glaube ich, jetzt nur noch Twitch-Integration, glaube ich, noch mit dazu. Also noch ein paar Sachen, die sie halt da neu gemacht haben. Also von daher war das auch noch überschaubar. So, nimmt doch langsam Form an. Freut mich. Nichtsdestotrotz glaube ich noch nicht so ganz dran, dass wir das hier fertig kriegen bis zur nächsten Horde. Obwohl auf der anderen Seite, wir müssten eigentlich nur noch diesen ganzen Bereich hier aufwerten. Naja, nur noch ist gut. Da noch die ganzen Wände einziehen. Noch die ganzen Rampen fertig machen. Ich weiß auch nicht, was ich mit denen machen soll, mit den Eckparts hier. Das ist auch noch nicht so ganz klar. Wir müssen auch gleich mal gucken, ob wir noch genug Zement haben. Eigentlich müsste der Zement auch schon durchgelaufen sein.
Also aus den Schmieden, dass wir dann nochmal Zement herstellen können. Wir haben nun, glaube ich, nun genug Stein da. Also da brauchen wir, glaube ich, nichts machen. Das ist, glaube ich, auch von der Tiefe her ganz okay. Die Zombies fallen hier runter. Dann kraxeln sie hier hoch. Ich meine, das ist natürlich ein kleines Stückchen. Müssen wir natürlich alle Seiten bedienen, ne? Also es ist, das war nicht ganz so schlau. Aber ich denke, das könnte ganz gut passen. Dann vielleicht noch Electric Fans ist hier einmal ringsrum. Ist nur die Frage, wo wir die positionieren. Ob wir die längsseits machen? Könnte man sonst auch hier... Naja, hier geht das nicht. Na doch, könnte man schon. Man könnte die Frames weghauen. Und darunter die Electric Fences nach oben durchziehen. Könnte man machen. Ob das Sinn macht, ist die andere Sache. Ich weiß noch nicht. Außerdem müssen wir mal gucken, dass wir hier die Frames mal loswerden. Na, gehen wir erstmal nach oben. So. So, sehr schön. Ja, ich würde sagen, ich baue hier auch genau in der Nacht weiter. Das macht, glaube ich, Sinn. Das nehme ich mal weg. Baue ich denn doch nochmal den komplett ab hier. Das ist nämlich so das Ding. Eigentlich braucht man nochmal irgendwie so eine Art Wartungsgang. Ach, Mist. Dass man hier irgendwie nochmal zum einen reparieren kann, aber auch... Naja, dass man eben halt auch mal ganz entspannt nach oben weggehen kann. Das ist aber noch nie so ganz geil gemacht. Muss ich sagen. Irgendwann hast du immer die Frames hier. Das könnte man höchstens so machen. Dann da nach oben. Ja, okay, das war dumm. Das war richtig dumm. So. Ja, gut, komm. Was soll's. Lass uns noch was einfallen. Wir buddeln uns da schon irgendwie noch hin. Wenn hey, die Rampen fertig sind, dann sieht es sowieso anders aus. Kriegen wir irgendwie schon hin. So, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Es ist auch durchaus imposant, muss ich sagen. Ne? Es ist, macht jetzt vielleicht so oberflächenmäßig nicht so viel her, aber schon ist schon ein bisschen was da. Schon ein bisschen Material schon da. Und drin und drauf und drüber. So. Sehr schön. Dann gehe ich erstmal jetzt entspannt was essen. Guck mal, und hier, ne? Hier müssen wir auch noch alles aufwerten. Hier muss auch noch alles gemacht werden. Das muss alles noch gemacht werden. Oh. Grausam. Eigentlich ist es echt grausam. Ist halt Fleißarbeit. Ach, was ist denn her? Hallo? Ups. Na komm, gib mir mal die Pumpe, dann setze ich dem gleich mal ein Ende. Komm mal ran hier. Genau. Hey, hey, hey. Nee, 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 nee. Nicht so, meine. Nicht so, Lady. Nicht so. Nicht so. Das finde ich etwas unfair. Gut. Erstmal was futtern. Dann sind auch die, glaube ich, das ganze Essen, ganze Trinken, glaube ich, durch. Perfekt. Da können wir uns auch mal gleich was reindrücken. Buschen was futtern. Das wir mal wieder buschen. Oh, hier. Müssen wir so langsam buschen was futtern, müssen wir gleich hier. Oh, dann haben wir uns noch einen rein. Dann haben wir 137, das geht klar. Hier haben wir auch noch ein bisschen Wasser. So, dann nehme ich 60 und ich bin mir jetzt nicht ganz im Klaren. 34,34. Hier haben wir 60. Ich bin der Meinung, dass Yucca Smoothie auch 60 hat, wenn nicht sogar 75. 75, ich glaube 75 hat Yucca Smoothie, ne? Bin mir da jetzt nicht ganz sicher, aber es macht auch nichts. Zack. So, perfekt. Achso, trinken war sowieso so ziemlich durch. Gut, dann können wir das auch erstmal wieder wegpacken. Wunderbar. Das mal weg. Steine können wir da drüben hinpacken. Ja,
guck mal hier, wie sie das schön füllt. Na, hier schön lecker Steine, da, lecker. Ja, das packen wir da rein. Das packen wir da rein, da können wir gleich schön Beton wieder draus machen. Dann drücken wir hier gleich nochmal wieder eine Stunde Stein rein. Können wir nämlich die Steine, die wir gerade wegsortiert haben, da gleich wieder reinpacken. So. Und dann lassen wir wieder laufen. So, perfekt. Und Zement, schwupps, schwupps. Ja, schön eine Stunde durchlaufen lassen, weil Beton brauchen wir sowieso noch massigst. Und wenn wir es nachher nur zum Reparieren nutzen. So, einmal 60. Einmal auffüllen. Ups. Ach, reicht natürlich nicht, ne? War wieder klar. So. Zack. Stein rein. Wupp. Blutende Zement. Schwupps. Aber da passt es nicht wunderbar, dass wir hier nämlich die Ambosse noch reingepackt haben. Dass wir dann auch schön schnell produzieren. Gut, dann haben wir noch ein bisschen Sand. Dann machen wir noch ein bisschen Betonmischung. Was fehlt mir jetzt noch? Ach, Stein. Oh Gott. Ich sag besser nichts. So. So, dann haben wir jetzt insgesamt 2000. Ja, machen wir hier 1000. Machen wir hier 1000 rein. Haben wir hier 1000 Einheiten rein, 25 Minuten und hier den Rest. Zack. Gut, aber ich gehe auch gleich wieder nach oben, beziehungsweise gleich wieder nach hinten. Und machen wir gleich die Base weiter, dass ich über Nacht machen kann. Über Nacht bauen kann. So, die Steine packen wir wieder weg. So, ich gucke gerade, da haben wir auch noch genug von. Das ist okay. Ja, Beton haben wir tatsächlich nicht mehr so viel. Aber wir produzieren jetzt ja auch erstmal ein bisschen. 2000. Na, das ist auch noch nicht so viel. 2000 haben wir auch schnell weg. So. Dann mache ich nämlich in der Nacht schon ein bisschen weiter. Dann passt das. Sehr schön. Gut. Ja, dann eine weitere Baufolge. Am nächsten Tag ist Tag 96. Wir kommen so langsam der Hordennacht wieder näher. Müssen wir mal gucken. Also, ob wir dann einen kleinen Ausflug mal wieder machen. Ich werde sowieso so langsam ramdösig beim Bauen. Also da brauchen wir auf jeden Fall mal ein bisschen Abwechslung. Vielleicht machen wir mal eine Quest zwischendurch. Aber wir müssen eben, ich will diese Basis fertig haben. Bis zur 98er Horde. Ja doch, bis zur 98er Horde. Da will ich hin. Das will ich schaffen. Dass wir es zumindest mal ausprobieren können. Ob tatsächlich so eine Horde, wie sie sich halt bei der Basis mitspielt. Das möchte ich auf jeden Fall bei der Hordenbase an Tag 98 auf jeden Fall hinkriegen. Aber gut, werden wir sehen. Schauen wir mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Tag 96, bisschen bauen, vielleicht ein bisschen Quest machen, etc. pp. Und ja, macht's gut. Bis dann. Tschüss.